Ich würde Amok laufen um 5:30 morgens. Ohne Kaffee. Und da würdest du mich über den Geist wandern sehen, in Richtung des Schwesternzimmers und Kaffee suchen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da so ein Gefühl. Bin ich froh, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Du, das Ding ist, ich werde auch ohne Kaffee wach. Das ist nicht das Problem. Es ist einfach nur Kaffee Lass es mich so formulieren. Kaffee verkürzt bei mir einfach die Zeit morgens, bis ich erträglich werde. Weil vorm Kaffee ist so lang. Nee. Und das kann sich dann so 2 Stunden ziehen. Mit Kaffee bin ich actually vorher ansprechbar. Das ist der einzige Unterschied. Wirklich brauchen tue ich es nicht. Ich wollte ein Zelt benutzen, oder? Wollte ich ein Zelt benutzen? Ich wollte ein Zelt benutzen. Ich wollte speichern. Quasi hier. Kaffee schmeckt, als würde ich aus der Kloschüssel schlabbern mit Bitterzeug drin. Muhaha, wie nett von euch, dass ihr mich besuchen kommt. Atze. Och nö. Warum? Warum ausgerechnet er? Oh. Dalton, warum nicht tot? Ja, das ist eine gute Frage, Ayla. Lange nicht gesehen, Freunde. Mein überraschendes Comeback wird euch doch hoffentlich nicht erschreckt haben. Praise King Dalton. Was? Nicht mal ein bisschen? Na egal, eure Meinung interessiert sowieso niemanden. Ohne euch und euren Elendestörereien würde ich jetzt mein eigenes daltonisches Zeitalter regieren. Meine Heimat, meine Reichtümer, meine Dienerschaft, ihr habt mir alles genommen. Eine unerhörte Dreistigkeit ist das. Die Leiden, die ihr mir zugefügt habt, werde ich euch 1000-fach zurückzahlen. Glaubst du das? Ich meine, das sieht verkraftbar aus. Die eigentliche Frage ist, hast du deinen dämlichen Ex-König? Hast du deinen blöden Kontershit noch? Nee, hast du nicht. Also bist du ein Opfer. Wait, warum kann ich kein... Deswegen. Das macht mir eh keinen Schaden, das ist Feuer. Wait a second, what? Das war ziemlich viel Schaden für ein bisschen Feuerdamage. Nicht schon wieder. was erwächst du? Dich selbst, I guess. Ich bin noch lang nicht am Ende.
ist er das. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ha! Was? Der 22% hier, 22 AP hier, der bringt's jetzt. Ultimative Blähung, Dalton stinkt. So viel zu dem Ding. Was ist los, Dalton? Das sollte für heute reichen. Doch glaub ja nicht, das wäre schon alles vorbei, Chrono. Ich werde in Palpori die größte Armee aufstellen, die die Welt je gesehen hat, und dein mickriges Königreich damit von der Landkarte wichen. Alter, nicht verlieren. Und tschüss. Ich find's gut, weißt du? Total dramatisch und dann einfach nur so. Plopp. Okay, wo geht's hier hinten weiter? What? Was sein, Chrono? Das ist eine Anspielung auf Chrono Cross, wo die Stadt das wirklich so macht. Oh, okay. Ruf dich was? Ja, wenn du jetzt mal reden könntest, Chrono, ne? Stell deine Gruppe zusammen. It's fine. Das widerspricht jeder Logik. Zwei Chronos? Du nicht, Kolo! Chrono, sowas nicht machen, niemals! Identitätsscan abgeschlossen. Das ist nicht der Chrono, den wir kennen. Er ist uns feindlich gesinnt. Ach. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Er macht auch keinen Schaden im Gegensatz zu unserem. Mir fällt gerade erst auf, dass ich keine MP mehr habe. Darf ich den Fight bitte neu starten? Mir ist gerade was aufgefallen. Oder? Okay. Wenn er jetzt Eila angreift, weiß ich, was Sache ist. Ja. Okay, er kopiert meine Items, der Saftsack. Der hat nämlich einen Konterring an. Ich werde mich mal nicht heilen. Weil ich weiß, wer jetzt gleich unbewaffnet in den Kampf geht. Und ohne Items. Ja. Er kopiert also deinen scheiß Gegner. Aber weißt du, wie wir das auch noch testen können? Habe ich nicht Dings mit? Ah, ist nicht nah genug. Er wird wahrscheinlich auch keinen Feuerschaden kriegen. Aber ich meine, gut, dass es keinen Secret-Boss für Ayla gibt. Weil sonst hätten wir ein Problem. Uiuiuiuiui. Das wäre halt zum jetzigen Zeitpunkt eine fucking Göttin. Geht quasi so als Secret Endboss durch. Ich darf nicht mal meinen Kram umändern. Das ist Kacke. Nee, ich komme nicht ins Menü. Fuck my life, das ist uncool.
Das ist actually uncool. Null. Ist klar. Chrono ist natürlich gut gegen sein eigenes Element. Ich meine, der Counter wird mich halt jetzt nerven, aber ich kann nichts dran ändern. Du kannst nur Raserei machen, I guess. Ich will jetzt einfach damit dealen, dass er die ganze Zeit counterattackt. Aber das ist gut zu wissen für spätere Fights. Der Counter liegt, by the way, nicht an deinem Equipped. Ist das also Zufall, dass er countert, wenn ich einen Wutring anhab? Kontert er einfach aus Prinzip physisch? Das ist wieder einfach Zufall, ja geil. Das erinnert mich an den lustigen Brücken-Dino-Bot, wo der Kopf sich auch einfach geheilt hat, weil Zufall. Wo ich mir den ganzen Fight absurd schwer gemacht habe, deswegen. Ich meine, er ist halt einfach auf Speed, der Typ, ne? Er hat dann einfach zwei Züge direkt hintereinander. Ayla ist die Beste. Chrono trifft sie selbst nicht. Ich schwöre, Chrono ist gleich auf Heal Duty. Der macht halt gar nichts. Kann es einfach sein, dass er immer zwei Züge kriegt? Ich sehe jetzt nichts, was mir hier helfen würde. Verheerender Kratzer. Den habe schon lange nicht mehr gemacht. Weil der ist schlechter als Raserei. Klau mal von dem. Okay. Ist das wieder so einer der Leute, die ausnahmsweise mal nicht abgebrannt sind? Regenbogenbrille. Okay. Was hat denn noch alles? Das Item wird dir sehr gefallen. Wie bitte? Okay, so viel HP kann er nicht mehr gehabt haben. Das, was mich halt stört, ist, dass ich jetzt nicht auf Fortsetzen klicken kann und mein Setup zu ändern. Ich bin halt in dem Fight gezwungen. Was mich nervt. Aber hey. Ich weiß halt nicht, was Chrono hier tun soll. ...50% mehr Damage bringt das Accessoire. Kannst du nicht fliehen? Garantiert nicht. Ich vermute, die Schutzspeere wird nicht ewig heilen. Bim, 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 bim. Ich muss an sich die ganze Zeit meine Gruppe einfach capped halten, dann müsste gehen. Er hat halt so fucking hohe Ausweichwerte, ja.
Achso, ich wollte ja klauen, ne? Da war ja was. Das Ding ist, Chrono macht halt keinen Schaden an Chrono. Aber es ist gut, dass man Chrono dabei haben muss für Chrono. Macht Sinn, oder? Nix. Oh, hat ihm nicht so gefallen. Was mache ich denn hier? Ich kann ja gefühlt nichts tun. Der wurde von nichts getroffen. Vielleicht einfach hier wuchtief? Oh, 630. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann nicht fliehen. Flucht unmöglich. Ich meine, wenn Raserei für wie viel hittet? 200, 200 mal 4 sind 800. Das ist minimal mehr. Ja, ich muss mal wieder eine Runde hochheilen. Das war jetzt der eine Turn, wo ich mal Luft hatte mit Robo. Ja, spam einfach auf Robo, du Arschloch. Leck mich halt am Arsch. Dann machst du halt auch nichts, ne? Wenn er sich entscheidet, einen Charakter zu töten, ist der tot. Triple Kick. Hey, es hat mal getroffen. Oh, kriegt jetzt Robo wieder zwei davon ab? Nee. Sehr beruhigend. Optionaler Kram war schon immer spaßig. Ey, ich hab nichts gegen spaßig, aber ich weiß halt nicht, was ich gegen 1200 Schaden machen soll, wenn das Cap gefühlt 900 ist. Da ist halt so ein bisschen Toleranz zwischen, wogegen ich nichts tun kann. Außer es ist auch irgendein Gimmick-Blödsinn. Ich meine, der Witz ist ja, er macht ja an sich keinen Schaden, aber es ist halt so ab und zu hat er einfach so Momente, wo er sich denkt, boah, Junge, ich hab jetzt voll Bock, ey. Ich glaube nicht, dass der ein Gimmick hat. Okay, wir haben ein Problem. Das Ding macht über 1000 Schaden. Wie soll das denn bitte funktionieren? Bin ich gezwungen, Magus in die Gruppe zu nehmen?
Ja, der Einzige, der eine Magic-Barriere casten kann, ist Magos. Er hat eine Dunkelheitsschwäche. Ja, das ist das, was mir gerade auch instant eingefallen ist, der Wiederbeleben-Ring. Aber ich gehe doch richtig in der Annahme davon aus, dass 999 nicht rein zufällig nur da steht, sondern dass 999 das Cap ist. Da kann man ganz einfach testen. Yo, Robo, was hältst du mal von dem Ding mit 50 Maximum TP? Ja, macht keinen Unterschied. 909 ist Cap. Ja, dann kann ich nur Damage Reduction spammen. Anders geht's nicht. Die Frage ist halt, wann ich das mache. Und mein Hauptproblem ist halt, nee, kann ich auch nicht. Scheiße. Ich habe gerade überlegt, ob ich Magus reinnehmen. Kann ich nicht einfach Robo? Du hast die Nova-Rüstung, das heißt, du bist eh immun dagegen. Habe ich nicht irgendwas, was Magic Damage halbiert oder ähnliches? Weil ich vermute mal, es reicht, wenn einer überlebt. Ich meine, der grüne Traum wäre eine Idee. Ja, plus 10 Magieabwehr wird mir einen Scheißdreck bringen. Das Einzige, was ich gerade sehe, was mir helfen könnte, ist grüner Traum. Habe ich irgendeine Rüstung? Ich bräuchte quasi eine Gelbweste. Fuck. Der einzige Weg, wie ich sehe, dass das machbar ist, gerade ist, ich meine, ich könnte Margo. Kann ich Margos überhaupt reinnehmen? Ich will auf jeden Fall Eiler drin haben zum Klauen. Das heißt, ich könnte quasi nur Robo tauschen. Robo ist mein Heiler und Margos hat keine Heals. Das ist gerade mein großes Problem. Ich könnte Robo quasi nur tauschen gegen Frosch oder gegen Male. Ja, das sind die einzigen beiden Optionen, die ich habe. Oder ich scheiß auf Healing und heile nur mit Items, was halt super ridiculous ist. Der Laser von Robo macht Dunkeldamage. Aber das Problem ist nicht Dunkeldamage. Das Problem ist. Ja, nee, weißt du was? Wir machen das anders. Wir machen es so. Scheiß drauf. Das ist der einzige Weg, wie ich gerade sehe, dass das funktioniert. Oh, ich muss dort noch mal. Okay. Ja, der Safe ist halt vor Dalton, aber egal. Dalton ist ja eh nur ein Witz weit davor.
Ich hab vergessen, dass das vor Dalton war. Ich dachte, das war vor dem anderen. Er kann ja Gott sei Dank nichts. Wir könnten mal gucken, ob wir bei Dalton irgendwas klauen können. Weil das hier macht Dunkel-Damage. Was wollte ich gerade? Ich wollte Lichtheilung. Und ich gehe mal davon aus, dass du nichts zum Klauen hast, aber wir können es mal zumindest probieren. Verfehlt. Okay. Let's try this again. Ach, das macht kein... Das sollte keinen Schaden machen. Aber es macht trotzdem Schaden. Völlig abgebrannt. So viel dazu. Warum versuche ich es eigentlich? Es ist jedes Mal irgendwie... Ja, die 204 Schaden sind auch nicht schlimm. Ich finde es halt gut, dass ich diese komplette Kombo-Mechanik irgendwie komplett ignoriere. Aber das ist halt allgemein so mehr Schaden. Außer ich habe die OP-Kombos nicht gefunden oder nicht ausprobiert. Ich meine, wir können ja mal probieren. Wir können ja mal das hier machen. Das macht wahrscheinlich weniger Schaden. Als 4130, okay, das macht mehr Schaden. Die ultimative Blähung, die einer überlebt. Also nur Chrono liegt wieder faul rum. Wie immer. Ja, ja, Eiler nicht verlieren, Eiler strong. So, jetzt gehe ich zurück und speichere. Jetzt habe ich ja nämlich actually den Chrono-Fight vor mir. Okay. So, Z. Gespeichert habe ich, oder? Gott, ich schwöre, so ein Goldfischgedächtnis, sehe. Habe ich gerade gespeichert? Ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht. Hier lang. Vor dem Zelt hatte ich gespeichert. Okay. Let's try das. Naja, das lohnt schon mal nicht.
Wobei, weißt du, was mir gerade auffällt? Die Idee, die ich hatte mit Markus, wird nicht funktionieren. Weil Maler hat den Effekt ja permanent. Und sie kriegt auch vollen Schaden davon. Das ist interessant. Ja, 900 ist zu wenig. Klar, kill Maler einfach, ist okay. Hast du überhaupt mal fertig, Junge? Ich hab mir nicht geklaut, ne? Should do this. Das hier? Verfehlt, natürlich. Ja, Maler hat schon fucking Blödsinn. Okay. Ein Maler. Eiler. Fuck. Müssen wir so machen. I don't like this. Er hat nicht mehr viel. Schau mal bitte kurz auf Discord, ist gerade super schlecht.
keine MP mehr. So viel kann er nicht mehr haben. Ach, diesmal macht er die Attack einfach nicht, ja? Das ist ja beruhigend. Verborgene Kräfte von Burgo wurden geweckt. Tempo stärker und Präzision verbessert. Okay. Es ist halt weird, dass er diesmal diese ultimative LOL ich fick dich Kacke nicht gemacht hat. Das ist halt weird. Eva einfach neu starten.